So, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Dike Strokes, Königreich des Schnees. So, in der letzten Folge musste ich leider das Wimmelbild abbrechen. Aber jetzt machen wir es dafür fertig. Ich hoffe es zumindest, dass wir es fertig machen, dass wir es lösen können. Ah, eine Taschenuhr war da. Ein Schmetterling. Ich muss irgendwas aufschneiden. Den Brief. Wo ein halber Schmetterling drin ist. Natürlich. Und Spielfarbe Kreuz. Da. Spielfarbe. Okay, goldene Blätter. Das war im Wimmelbild zwar nur ein Blatt, aber trotzdem. Für den Abschluss von 3 Wimmelbildern ohne einen Tipp zu verwenden. Yay. Yeah. Nein. Wie jetzt nein? Natürlich. Ja. Achso, das sind nicht die Blätter. Wieso brauche ich denn diese Scheißgold? And make the levitation. Was soll ich denn jetzt damit? Wozu brauche ich diese goldenen Blätter? Dieser komplizierte Mechanismus hebt und senkt die Brücke. Ein Teil fehlt. Das haben wir alles nicht. Wozu brauche ich denn diese goldenen Blätter? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt möchte. Goldene Blätter, hä? Nee. Wir bringen auch keine goldenen Blätter, irgendwas. Ah, da steht was. Ich habe gehört, dass der Schneidereimeister einen magischen Spiegel besitzt, der seinen Kunden die perfekte Kleidung zeigt. Ob das stimmt? Das ist ja cool. Diesen Spiegel wünschen sich wahrscheinlich viele Frauen. Denke ich. Oder wenn du eine Frau bist, wenn du gerade zuguckst und du bist eine Frau oder ein Mädchen, also Frau und Mädchen, eine weibliche Person, würdest du gerne diesen Spiegel haben? Würde mich mal interessieren. Weil die... Nein, ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt nichts. Nee. Wobei ich glaube, so lange stehen die auch nicht vor dem Spiegel. Ich meine, das sind auch nur solche Klischees. Frauen wissen, was sie anziehen. Hm. Das könnt ihr euch merken. Sie wissen wirklich, was sie anziehen. Nicht so wie wir Männer. Wir wissen ja meistens nicht, was wir anziehen. Ja, ich bin Proton, ne? Was soll denn das heißen? Ist jetzt auch egal. Verehrtes Volk, das große Fest steht vor der Tür und wir freuen uns darauf, euch beim hiesigen Schneidermeister anzutreffen. Er hat die passende Bekleidung für die Feierlichkeiten. Boah. Nur weil er den Spiegel hat, hat er aber nicht gleich die Kleidung. Muss man ja mal dazu sagen. Ich kann den Drang nicht herstellen. Was soll ich denn mit diesen scheiß goldenen Blättern? Brauche ich die hier irgendwie? Ich brauche die Blätter irgendwo da in dem Königreich. Aber wozu? Stimmt, es ja auch noch irgendwo eine Schneeflocke. Da war eine. Wozu brauche ich denn jetzt diese scheiß goldenen Blätter? Ich dachte ja hierfür, aber... Ich muss jetzt wirklich einen Tipp nehmen, weil ich keine Ahnung habe, wo die scheiß goldenen Blätter hinkommen. Damit wahrscheinlich nicht. Da komme ich auch nicht rein. Und goldene Blätter bringen mir auch nichts. Also hier bringt es mir auch nichts. Was ist jetzt wirklich? Ja, wie denn? Was ist das? Achso, das ist das. Ich möchte keinen Tipp nehmen. Aber ich muss... Okay. Nur damit wir wissen, wo wir hin müssen. Nur damit wir es im ganzen Groben wissen. Wahrscheinlich habe ich das ja einfach übersehen. Ich bin natürlich schlau. Ich
Wir haben vorhin mehrmals mehrere Blätter, goldene Blätter aufgehoben. Warum hat er jetzt nur drei? Hilfe. Oh, eine Schneeflocke. Sieben. Jö. Ein Ventilrad. Ventilrad vielleicht. Ventil. Oh, Oh, und natürlich eine Seerose. Ah, jetzt verstehe ich. Wow, da kam aber viel weißes Pulver raus. So, das beides vermischen. Mit dem Trichter erstmal. So, was ist das denn hier? Achso, doch, stimmt schon. Trichter rein. Und das andere Zeug. Und die Petrischale auch noch mit rein. Das hat nur das normale Schälchen. Sehr seltsam ist das Teil. Jetzt kommt feinstes schwerelose Getränk raus. Der Stein schwebt. Der Schwerelostrank ist fertig. Jetzt kann ich schwere Gegenstände ohne jede Mühe anheben. Das ist praktisch. Dam, dam, dam. Oh, guck mal, wir können die jetzt mehrfach verwenden. Use this potion to lift heavy objects. Remember, don't use it on people. Something irreparable might happen. Gut, nehmen Sie diesen Trank. Wenn Sie noch schwere Gegenstände träufeln, werden Sie schwerelos. Aber vergessen Sie nicht, bei Menschen darf es nicht angewendet werden. Sie könnten bleibende Schäden davon tragen. Warum verkauft der Typ das dann an Menschen? Also da hat er einen Trankstand und wenn er das da jeden verkauft, kann der doch auch mal schnell hier. Guck mal, ich kann dich nicht leiden und schütt einen schwerelosen Trank auf dich. Now, das ist das für eine Levitation Potion to enter the tower. Dann verschaffen sie sich jetzt mit ihrem schwerelosen Trank Zutritt zum Dom. So. Machen wir so ein bisschen bayerisch hier. Moxka Kreuz oder was? Moxka Schuhe oder was? Das wollte ich eigentlich sagen. So. Ice Knights can appear out of thin air. Sei vorsichtig, Ellen. Die Eisritter tauchen aus dem Nichts auf. Cool. Im Sand ist etwas, aber leider Aber leider auch Scherben. Ich wünschte, ich hätte ein Sieb. Das ist doch egal, ob das Scherben sind. Nimm's einfach. Holzscheit. Sollten wir nicht irgendwas mit dem Holzscheit machen? I don't know. Ich wusste es. Ruby Tobi, erster Schmetterling. Yay. Ich habe endlich meinen ersten Schmetterling. Okay. Der Uhrmacher war ein habgieriger Mann. Wanduhren, Standuhren, Taschenuhren. Sie machen mich verrückt. Alle wollen ständig wissen, wie viel Uhr es ist. Wäre diese Sache damals vor 18 Jahren nicht passiert, würde ich immer noch im königlichen Schloss wohnen und einmal am Tag die Uhren aufziehen. Das waren harte Jahre. Der König hatte kein Geld und mir ewig keinen Lohn gezahlt. Also entschloss ich mich, seinen Ring zu stehlen. Ich fand, das war eine angemessene Bezahlung für meine Arbeit. Also habe ich mich in den Thronsaal gestohlen. Was? Also habe ich mich in den Thronsaal gestohlen? Ja, ich stehle mich ja auch immer im Thronsaal, weißt du? Ich stehle mich selber, weil das ist ja voll logisch und, na, so weißt du Bescheid, ne? Dort habe ich den seltsamen Fremden zum ersten Mal gesehen. Das war kein Hirngespinst, aber alle hielten mich für verrückt. Der Fremde sprach von einem Apfelbaum, der einen goldenen Apfel tragen würde. Er erwähnte auch, dass der Apfel unglaubliche Macht besäße. Mehr habe ich nicht bekommen. Die Wachen nahmen mich gefangen und wollten hinrichten. Zum Glück war der König gnädig und ließ mich frei. Allerdings verbot er mir den Zutritt zum Schloss für alle Zeit. Seitdem repariere ich Uhren. Uhrmacher John Adderley.
ja, das ist voll special und so. Weil Uon, also erstens mal erstiehlt sich selber und er hat dann den Ring gestohlen, hat dann den Fremden getroffen und Apfelbaum. Sehr komisch. Ich denke mal, das Bild hängt hier aus gutem Grund. Ich muss mir die Uhr genauer ansehen. Es ist 2 Uhr. Nein, ist es nicht. Es ist 23.19 Uhr. Der Uhrmacher war ein habgieriger Mann. Ja, ist er anscheinend auch noch. Er ist zwar nicht mehr da, aber ist habgierig. Ja, naja, wenn du ewig nicht bezahlt wirst, dann willst du auch irgendwann nicht mehr arbeiten. Denke ich mal. Aber deshalb stiehlt man doch nicht. Holzscheit. Plus scharfe Werkzeug ist gleich Vogel. Wahrscheinlich Holz plus Werkzeug ist gleich Holzvogel für Kuckucksuhr. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch das richtige Werkzeug finden. Ja, hier ist eine Uhr. Seltsam. Alle Uhren zeigen andere Zeiten an. Ja, der Typ war auch verrückt. Wow. Das ist echt cool. Schneeflocke. Sehe ich. Ach so, hier, ja. Jetzt dreh ich durch. Es ist 2 Uhr. Aha, und da kommt dann der Holzvogel. Hinter dem Glas fehlt etwas. Ja, da ist etwas, besser gesagt. Da fehlt nichts, da ist was. Oder meinst du, hier auf den kleinen Tellerchen fehlt was? Der Kuckuck fehlt. Jetzt brauchen wir nur noch das richtige Werkzeug. Die Steine blockieren die Uhr. Also tröpfel ich den Schweretrank drauf. Natürlich. Klaro. Es sieht so... Was? Der Eisrüssel ist entkommen. Ja, da kann's... Ja gut, da ist voll cool drauf und so. And I want to see my father. Ich rette dich, Felicia. Keine Angst. Hol mich hier raus, bitte. Ich fürchte mich so. Ich will zu meinem Vater. Ich hau einen Enterhaken auf dich drauf und dann rette ich dich dadurch. Kann zwar sein, dass du dann vielleicht in Unmacht fällst, aber das Risiko muss man eingehen. Ohne Seil kann ich mit dem Haken nichts anfangen. Schneid das Seil ab, dann fliegt die weg. Puh, das ist wirklich hoch. Jetzt verstehe ich auch, warum das Mädchen solche Angst hat. Oh, ist schon ein bisschen hoch, ne? Kann ich hier hingehen? Nee. Ein Gerüst, der Turm ist so alt, offensichtlich wird er renoviert. Da verstehen die Bauarbeiter aber was von Sicherheit. Ja, ja. Warum bewegt sich alles? Oh. Ihr wisst, was das bedeutet, das Piepen. Das war's wieder mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Wer bis hierhin angeguckt hat, der bekommt jetzt einen Orden. Ich habe zwar keinen hier, aber ihr bekommt jetzt einen imaginären Orden. Hier. Hallo, Felicia winkt gerade. Ich winke zurück. Huch. Tschüssi. Tschüss an euch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit Pau. Haut rein.